Wenn man am Wochenende unterwegs ist, entweder in zwei kleinen Busgruppen oder aber auch mit vielen Privat-PKWs oder vielleicht auch sogar in einem Bus und den Verein, bei dem man spielen möchte, nicht auf den ersten Blick findet. Und dann gibt es auch noch eine Baustelle und nach dieser Baustelle gibt es noch eine zweite Baustelle. Dann gibt es noch drei Umleitungen und dann sagt sogar das Navigationssystem, ich möchte jetzt schon das Feierabendbier trinken. Dann sind wir im Amateurfußball unterwegs und genau so kann es sich in den nächsten Wochen und Monaten bei der SG-Einheit Halle auch abspielen. Bei der sind wir nämlich heute im Rahmen unserer Tour durch Sachsen-Anhalt beim Adventskalender des FSH. Und hier sind wir dann auch mit Daniel Wolf. Das ist hier ein Platzwart und ein Trainer, der ist sehr engagiert hier im Verein. Das, was ich gerade geschildert habe, das kommt auf alle Gegnerinnen und Gegner gerade zu, der SG-Einheit Halle, oder? Ja, das stimmt. Genau. Was ist hier das Problem? Das Problem ist zurzeit die Baustelle vor der Haustür, sage ich jetzt mal, dass wir wirklich zurzeit Probleme haben, dass die Straße neu gemacht wird, dass wir nicht wissen, wie die Vereine auf den Platz kommen sollen. Durch Umwege, durch Nachbarstraßen muss er parken müssen und ja, wir hoffen, dass irgendwie der Spielbetrieb weiterläuft deshalb. Ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass Sie das sensationell schon gelöst haben, weil uns hat ja dasselbe ereilt, was auch vielen, vielen Vereinen jetzt bevorsteht, wenn Sie hierher kommen. Machen Sie es einfach genauso weiter. Eine Telefonhotline wird es dann sein am Ende, oder was, die Sie machen müssen. Da werden einige Spiele verspätet anfangen, oder was? Wahrscheinlich ja, wie gesagt, als die Trainer müssen sich jetzt darum kümmern, dass sie mit ihren Gegnern alles gut absprechen, damit die Bescheid wissen, wo sie hin müssen, wo sie parken können. Wie der Ablauf ist, wissen wir selber noch nicht so genau, aber wie gesagt, wir hoffen, dass das weitergeht und dass wir schnell wie möglich die Baustelle vor Ort behoben ist. Liebe Vereine, die demnächst hier gegen die SG-Einheit Halle spielen, egal in welcher Spielklasse, egal an welchem Tag, bleibt einfach gelassen und seid nicht sauer auf die Sportskameradinnen und Sportskameraden hier im Verein, denn die sind total nett, die können ohne dafür, dass Halle mal wieder ein bisschen erneuert wird. Mal sehen, ob es auch funktionieren wird. Was ist das überhaupt hier für ein Verein? Wenn Sie drei Worte sagen müssen über Ihren Verein, was würden Sie da sagen, Herr Wolf? Der Verein sagt alles vom Ich zum Wir zum Sieg. Das ist unser Slogan hier bei der SG-Einheit Halle. Unser Trainerteam von der F-Jugend bis zum alten Herrn sind sensationell. Wir haben Besprechungen jeden Monat. Und wie gesagt, einfach herkommen, zum Wochenende sich das anschauen. Hier ist immer Party, sage ich jetzt mal. Wir haben viele Gäste, viele Zuschauer und so soll es auch bleiben. An so einem Wochenende, wie viele Leute können denn hier denn so sein? Ist das dann schon im Volksfestcharakter oder ist es ein bisschen kurz drunter? Naja, sagen wir es so, also wenn die erste Herrenmannschaft spielt, unsere Damenmannschaft, da sind wir schon bei, kann man sagen, 100, 150 Leuten am Wochenende. Muss man einen Eintritt bezahlen bei Damenmannschaft oder Herrenmannschaft? Ja. Wie viel kostet das? 2 Euro der Eintritt. Ist ja entspannt, oder? Bratwurst gibt es hier auch und wird auch ansonsten Tee im Winter, Glühwein jetzt? Für Essen, Trinken wird gesorgt. Wir haben jemanden da, der sich am Wochenende herstellt, der Bratwürste verkauft, der Glühwein verkauft, der Bier verkauft. Also wie gesagt, für Essen und Trinken ist gesorgt. Und Sie machen wirklich auch Nachwuchstrainer, also F-Jugend, wenn ich das richtig verstanden habe? Genau, ich mache F-Jugendtrainer. Und dann aber auch noch verantwortlicher für die alten Herren? Genau, Betreuer und Trainer der alten Herren. Jetzt kommt die schwerste Frage, die ich schon immer mal jemandem stellen wollte. Ich befürchte, ich kenne Ihre Antwort, aber ich bin gespannt, ob sich unsere Antworten decken. Der Unterschied zwischen F-Jugendspielern und alten Herren? Riesig. Ach echt? Ich dachte, riesig. Ich hätte gesagt, Sie sagen, es gibt keinen. Nein, 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 nein. Ja, ist schon riesig, wie gesagt. Also gerade wenn man so mit kleinen Leuten, also mit den Kindern zu tun hat, 5 bis 8 Jahre, man muss da schon wirklich vorsichtig sein und ja, man muss halt das Feingefühl haben, sage ich jetzt mal als Trainer. Und bei den alten Herren kann man sagen, ist es manchmal nicht anders, aber wie gesagt, der Spaß ist da. Und wie das ist genau das, worauf ich anspielen wollte, weil mitunter, wenn man, und fragen Sie mich nicht, woher ich das weiß, ich würde jede Antwort verweigern, aber mitunter habe ich nämlich auch den Eindruck, dass sich alte Herren dann so am Ende ihrer Karriere mal zurückentwickeln im Bereich Ego, Eigensinnigkeit, Starkköpfigkeit und auch mal ausrasten irgendwie, zurück in ihre Jugendzeit. Das haben wir vor, wirklich. Das stimmt, muss ich wirklich recht geben. Also wie gesagt, die sind manchmal auch manchmal wie kleine Kinder, auf Deutsch gesagt. Das kann man nicht verleugnen, ja, das ist richtig, ne. Besser kann man gar nicht aufhören, glaube ich, bei so einem schönen Bericht über einen tollen Amateursportverein in Sachsen-Anhalt. Gibt es irgendwas, was Sie unserem Präsidenten, Holger Schalknecht, der guckt sich jedes Türchen auch eher dreimal an, um nichts zu verpassen, was Sie mitgeben würden? Ja, einfach mal vorbeikommen, sich die ganzen Sachen mal anschauen, wie es hier ist. Das wäre das Schönste, wenn gerade wie der Herr Schalknecht, der nun der Oberst ist vom FSA, einfach mal herkommt, sich die Sache mal anschaut, wie es hier aussieht am Wochenende gerade bei Spielen und selber mal ein Bild machen. Das hat er auf jeden Fall gehört und ich bin mir auch ganz sicher, es gibt ja von uns schon die Aktion, die Aktion des Vereinsdialogs, da kommt er dann auch wirklich vorbei und nimmt sich auch Zeit. Und irgendwann,
wird auch die SG Einheit Halle, glaube ich, einen Besuch von Herrn Schalknecht kriegen. Bei 47 Vereinen wird das vielleicht dauern, aber vielleicht kriegt er jetzt gerade einen Impuls. Also SG Einheit Halle, herkommen an einem Wochenende, wann auch immer Spielbetrieb ist, ist hier auf jeden Fall Party, wurde uns versichert. Eine Frauenmannschaft gibt es und die F-Jugend sind wie die alten Herren. Es ist also eigentlich irgendwie ein bisschen so wie überall. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke an teamsportbedarf.de für ein kleines Überraschungspaket. Das gibt es gleich. Hasseröder hat eine Kiste auch noch reingeballert. Die Jungs von Kompakt Media stehen hinter der Kamera. Bist du eigentlich heute auch wieder da? Ja, er ist da. Und liebe Komplexbau-Jungs aus Hartmoosleben und Mädels, danke auch für eure Unterstützung. Dann schöne Adventszeit noch. Danke, wünsche ebenfalls. Ein Magdeburger in Halle hat sich sehr wohl gefühlt und so sollte es immer weitergehen. Ein Nachtrag, weil wenn wir schon mal hier in Halle sind und was Besonderes entdecken, dann wollen wir euch das nicht vorenthalten. Und zwar haben wir uns gerade, nachdem das Interview eigentlich schon zu Ende war, gewundert, was denn mit diesen Balkonen es auf sich hat. Ob denn die Menschen, die dort wohnen, vielleicht auch extra Eintritt bezahlen müssen, weil sie ja irgendwie einen Eliteplatz haben für die SG-Einheit Halle. Aber das wird anders organisiert. Wie funktioniert das selber? Genau, und zwar haben die Leute selber sich da ein Tor hingebaut, sodass sie zu jeder Zeit rumkommen können und sich die Spiele anschauen können. Und wir sind begeistert. Ist das freier Eintritt oder gibt es denn da auch eine Extrakasse? Soll ich ehrlich sein, wir haben Leute da drin wohnen, die sponsern uns dann. Die sponsern uns. Die begeben dann ein Sponsorgeld ab im Jahr und haben dadurch freien Eintritt. Eine schöne Geschichte noch vom Rande, die wir hier miterlebt haben. Also, SG Einheit Halle, wann auch immer mal da oben eine Wohnung frei wird, wird es vielleicht eine Annonce geben, aber wahrscheinlich, ich nehme an, die Mietverträge werden vererbt, oder was jetzt? So, das ist also das Paket. Ich weiß nicht, was drin ist. Wir lassen uns überraschen. Es fühlt sich aber nicht an wie die Wichtsweste. Ja, und die Kiste. Ich weiß, also, Bier ist immer Geschmackssache, aber die Jungs von Hasseröder und die Mädels lassen die begrüßen. Es wird auf alle Fälle leer. Ich bin mir ganz sicher. Das Trainerteam freut sich bei der nächsten Trainersitzung. Da wird schon mal eine Kiste gespart. Dann trinkt er einen auf dem FSA. Das machen wir auf alle Fälle. Dankeschön. Einen schönen Tag noch, schöne Adventzeit, schöne Weihnachten. Bis dahin.